Die Sommerzeit ist die Zeit, in der ich mich viel drinne verkrieche, da ich Probleme aufgrund meiner Querschnittlähmung habe mit der Hitze. Ich kann nicht mehr schwitzen, wie viele andere meiner Tetra-Kumpanen auch. Deswegen mache ich mal in diesem Video meine Tipps, wie ich gut durch den Sommer komme. Nach dem Intro geht's los. Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, wir haben es Mitte Mai. Tendenziell ist es jetzt mit die wärmste Zeit im Jahr. Deswegen kommt leider schon etwas verspätet nun mein Video über die Tipps, die ich habe, wenn es draußen sehr warm ist. Los geht's mit Punkt 1. Wenn es draußen warm ist, müsst ihr richtig lüften. Das bedeutet, morgens, wenn die Sonne kommt, macht die Schotten dicht. Fenster schließen, Rollos runter, Vorhänge zu und lasst sie zu. Sobald die Sonne weg ist und die Temperaturen draußen wieder etwas kühler werden, könnt ihr das aufmachen. Und dann macht auch ruhig Durchzug durch die Wohnung, damit die kalte Luft von draußen sich auch in der Wohnung verteilt und ihr gut schlafen könnt. Tipp Nummer 2. Versucht nicht zu viel in der Sonne zu sitzen. Ich neige da auch manchmal zu. Sucht lieber Plätze im Schatten, fahrt auch draußen viel durch den Schatten, denn so erspart ihr euch einiges an Temperaturen, die ihr sonst auch ausgleichen müsst. Punkt Nummer 3 sind Ventilatoren. Es gibt sie von groß bis klein. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Akkuventilator für den Nacken geschenkt bekommen. Fan davon bin ich nicht ganz. Die sind verdammt laut, aber machen nicht wirklich Luft. Dem einen oder anderen reicht das natürlich schon, mir persönlich eher nicht, weil wenn mir warm ist, dann ist mir richtig warm. Ich steige dann zu einem großen Ventilator um, wie den jeder im normalen Baumarkt oder auch Kaufland bekommen kann. Ein besonderer Tipp dafür wäre dann zum Beispiel ein nasses Handtuch hinterzuhängen. Es macht noch mal ein kleines bisschen mehr Kühle, ist aber auch jetzt nicht so viel. Tipp Nummer 3, Wassereis. Ich liebe Wassereis. Es hat wenig Zucker und es ist sehr kühl. Man kann natürlich auch Eiswürfel lutschen, aber das ist nicht so schmackhaft wie Wassereis. Also ich stehe drauf, ich kaufe mir davon immer so 30 Stück, friere die ein und dann, ja, nach 2 Wochen brauche ich wieder neue oder so. Je nachdem, wie warm das ist. Tipp Nummer 3, da man als Tetra nicht wirklich schwitzen kann, lasse ich mich zwischendurch künstlich schwitzen. Wie meine ich das? Ganz normal. Ich lasse mich mit Wasser bespritzen. Durch das Verdunsten des Wassers auf der Haut tritt der sogenannte Verdunstungseffekt auf, welcher dann natürlich nochmal kühlt. Tipp Nummer 6: Den Kopf unter Wasser halten. Also Kopf in Waschbecken, mit einem Zahnputzbecher Wasser über den Kopf strahlen lassen oder auch mit einer Brause, je nachdem, wie man das zu Hause möglich hat, ist eine verdammt gute Erfrischung, besonders wenn der Kopf richtig heiß geworden ist. Tipp Nummer 7. Der wirkt wirklich etwas befremdlich, zumindest ist das so meine Erfahrung. Und zwar geht es darum, die Klamotten nass zu machen. Ich zum Beispiel lasse mir Wasser über die Schultern kippen und auch in den Nacken. Wenn ich das jemandem sage, dann ja, ich mach dich doch nicht nass. Möchte ich in dem Moment aber. Dementsprechend muss man denen das dann erklären und dann machen die das auch. Ist nur ungewohnt. Tipp Nummer 8 sind Kühlpacks. Ich stehe auf Kühlpacks, ab in ein Handtuch, ab in den Nacken und die Kühle genießen. Natürlich mache ich das nicht immer mit einem Handtuch, da dort einiges an Kühleffekt weggeht. Man sollte nur vorsichtig sein, damit es keine Verbrennung der Haut gibt. Und zwar Verbrennung durch zu viel Kälte. Klingt befremdlich, ist aber so. Tipp Nummer 9: Nasse Handtücher. Ich stehe drauf. Es gibt ja mittlerweile so eine super angekündigten Cooling-Handtücher, die man dann nass macht, einmal ausschüttelt und sich in den Nacken legen kann oder um den Kopf binden. Die Handtücher sind nicht schlecht. Einziges Problem an der ganzen Geschichte ist, sie halten nicht lange. Sie sind
sehr schnell warm. Man muss sie wieder ausschütteln, dann sind sie wieder ein bisschen kühl. Und vor allen Dingen muss man sie dauernd befeuchten. Dementsprechend, ich stehe auf richtige nasse Handtücher. Der Vorteil bei diesen ist natürlich dadurch, dass sie so viel Feuchtigkeit speichern, dass das eine lange Zeit vorhält. Man kann sich immer damit durchs Gesicht wischen und so nochmal ein bisschen Kühle noch zusätzlich holen. Sollte es mal wirklich richtig warm sein und das Atmen sehr schwer fallen, lassen sich diese Handtücher auch komplett über den Kopf ziehen. Und wenn man dann den Kopf ein bisschen nach unten neigt, sodass man durch das Handtuch quasi atmet, fällt das Atmen viel leichter. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, nutze ich ein nasses Handtuch auch für den Körper. Ich lege es mir einfach auf den Körper und dann lasse ich den Körper so runterkühlen. Tipp Nummer 10 sind Klimaanlagen. Es gibt die unterschiedlichsten Klimaanlagen. Die billigsten Klimaanlagen funktionieren mit der Verdunstungskühle. Da werden die Klimaanlagen mit Wasser befüllt und durch die Verdunstungskühle entsteht eine etwas kalte Luft. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Es ist nicht so kalt wie eine richtige Klimaanlage und je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto weniger funktioniert es. Deswegen schwöre ich zum Beispiel auf eine mobile Klimaanlage mit Abluftschlauch. Da muss man nur aufpassen, dass man sich die Wärme nicht gleich wieder ins Haus holt, weil das ist kontraproduktiv, da der Kühling-Effekt nur vor der Klimaanlage besteht. Das Nonplusultra ist natürlich eine Split-Klimaanlage, wo das laute Gerät, der Kompressor, draußen angebracht ist und man drinnen eigentlich nur noch so ein kleines Element hat mit einem Ventilator dran, was die kalte Luft in der Wohnung oder in dem Haus verteilt. Dieses kann natürlich nicht überall angebaut werden und ich wohne ja hier auch in der Mietwohnung, deswegen habe ich eine mobile Klimaanlage. Kleiner Tipp am Rande, kauft euch solch ein Gerät im Winter, ob gebraucht oder nagelneu. Im Winter kriegt ihr da noch eine Menge Rabatt raus. Ich habe meine 2 Jahre alt kaum benutzt für 40 Euro zuzüglich 15 Euro. Spritkosten ganz billig über eBay Kleinanzeigen im Dezember gekauft. So, das waren jetzt meine Tipps. Mich interessiert aber, was für Tipps habt ihr, um über die Runden zu kommen, wenn es draußen sehr warm ist? Schreibt es gerne in die Kommentare, teilt es mit der Community. Ich bin gespannt, was dabei noch rumkommt, ob ich noch was lernen kann und ja. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Lasst dem Video einen Daumen da. Ach so, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Und ja, habt einen schönen restlichen Sommer. Genießt das gute Wetter. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Cheerio.